Da sitzt man nun vor seiner Schreibmaschine und überlegt und überlegt und findet schließlich alles gar nicht mehr so komisch, was da auf dem Papier steht. Naja, vielleicht liegt es daran, dass man etwas Komisches schreiben wollte. Aber was ist schon komisch? Na gut, schön, die Schachpartie, Hoppegarten, der Klavierkauf, das war sicher alles sehr ulkig. Und das Publikum hatte ja auch mächtig darüber gelacht. Dabei bin ich eigentlich nur bemüht, Rolf Herricht ernsthaft darüber aufzuklären, was es im Leben Wissenswertes gibt. Und dann sagt man uns nach, wir zankten uns dabei. Naja, so war es ja wohl schon immer, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und der lachende Dritte ist nun mal das Publikum. Ich habe die deutsche Sprache ja nicht erfunden und dass manche Worte in ihrer Doppelsinnigkeit Verwirrung stiften. Zum Beispiel, nehmen Sie das Wort anbauen. Man kann an seinem Hause etwas anbauen, man kann aber auch im Garten etwas anbauen. Wobei man bei letzterem Anbauen anpflanzen meint. Natürlich kann ich an meinem Haus keinen Balkon anpflanzen, das ist doch logisch. Aber es ist eben kompliziert. Ach, meinen Sie nicht? Na bitte, dann hören Sie mal zu. Sehen Sie mal, Herr Herrich, weil Sie nichts tun für Ihre Gesundheit, darum sind Sie immer so müde. Ja, ja. Jedes Mal, wenn ich Sie treffe, sind Sie müde. Da haben Sie recht, Herr Breit. Jedes Mal, wenn ich Sie treffe, wäre ich sofort müde. Nein. Jetzt wirklich, ich wollte sagen, jedes Mal, wenn ich Sie treffe, wollte ich Sie schon immer bitten, Herr Breit, was kann ich tun gegen diese Müdigkeit? Ja, na, was kann man dagegen tun? Frische Luft schnappen. Frische Luft. Gartenarbeit. Ja, sehen Sie mal, Gartenarbeit. Ich schlage Ihnen sogar vor, kaufen Sie sich mal eine kleine Parzelle. Ja, die nehme ich an die Leine und mache damit Spaziergänge. Moment. Wen nehmen Sie an die Leine? Die kleine Gazelle. Nein, ich sagte nicht Gazelle, ich sagte Parzelle. Eine Parzelle ist ein kleiner Garten und eine Gazelle ist... Ist ein großer Garten, ja. Nein, das ist eine Antilope. Ach, und die nehme ich an die Leine und gehe damit spazieren. Aber nicht doch, die leben doch in Nordafrika. Ja, dann geht's ja nicht, so lange Leinen gibt's ja nicht. Sag mal, wollen Sie mich nicht verstehen oder was ist los? Gern, Herr Breit, aber das ist die Müdigkeit. Das ist die Müdigkeit? Ich sagte ja eben, Sie brauchen einen Garten. Ich brauche keinen Garten. Wieso brauchen Sie keinen Garten? Ja, was soll ich mit zwei Gärten, nicht? Das ist... Ach, Sie haben schon einen ich Garten? Ich habe schon einen, ja. Na ja, warum sagen Sie das denn nicht gleich? Wir sprechen ja hier von Antilopen und so. Aber nein, wir reden auch vom Garten. So, bitte so. Schön, ja. Nun erzählen Sie mal was über den Garten. Ja. Was haben Sie denn so angebaut? Ich habe im letzten Sommer einen Schuppen angebaut. Nein. Ich meine mit Anbauen, Anpflanzen. Ja, wie Sie wollen. Also ich habe einen Schuppen angepflanzt. Aber nicht doch. Na bitte, bitte, nicht missverstehen. Also gut, bleiben wir erstmal beim Schuppen. Bitte. Was haben Sie in dem Schuppen drin? Geräte. Naja, was für Geräte? Auch schöne Geräte. Naja, haben Sie eine Hacke? Das verbitte ich mir. Naja, Mensch! Ich meine doch, mit Hacke meine ich ein Gartengerät. Genau wie eine Harke. Ah ja, das hat eine Harke habe ich. Die kann ich Ihnen zeigen, wenn Sie mal na, kommen. Nicht? Brauchen Sie mir nicht zu zeigen. Ich kenne doch eine Harke. Ja, man sagt doch so. Dem werde ich zeigen, was eine Harke ist, nicht? So, und was machen Sie zum Beispiel mit der Harke? Damit harke ich. Ja, oder? Ich harke nicht. Pflegen Sie damit Ihre Gartenwege? Ja, natürlich. Pflegen Sie damit Ihre Beete? Auch die Beete, ja. Auch die Beete? Ja, ja. Sie haben Beete? Ja, natürlich habe ich Beete. Ach, Sie haben Beete. Beete über Beete. Also ich habe rote Beete, schwarze Beete, grüne Beete, gelbe Beete. Lauter bunte Beete. Ja, nur erzählen Sie ja keinen Kohl, nicht? Ja, Kohl habe ich auch. So. Ja, ja. Schweißkohl, Rotkohl, Grünkohl, Braunkohl. Also reinste Blumenkohl. Also damit wollen Sie wohl dokumentieren, dass Sie auch Blumen haben, ja? Ja, natürlich habe ich Blumen. So, ja, ja, schön. Ja. Gleich, wenn Sie reinkommen, bei mir in den Garten, da ja? ist links, da sind die Schwiegermütterchen. Was denn? Stief! Nein, stehen gerade, nicht schief. Also die sind vollkommen klar. Und da habe ich die Glöckchen, die Schneeglöckchen, die Maiglöckchen, die Osterglöckchen, das ist ein Gebimmel den ganzen Tag, Herr Breit. Also in so kein Unsinn. Moment mal, eine Frage. Haben Sie zufällig auch meine Lieblingsblumen? Ja, bestimmt. Ja, ja. Ja, ja, bestimmt. Sie ja. wissen ja noch gar nicht, welche. Ja, ich vermute Löwenmaul, nicht? Bitte! Hyazinthen! Ja, ganz hinten! Ja, da. Da habe ich die Chlordalien, diese... Moment, bitte, wen? Die Chlordalien. Kennen Sie wieder nicht. Das sind die großen, bunten, dicken, die langen. Die Chlordalien. Na, die... Sie meinen Gladiolen. Nee, meine ich bestimmt nicht. Ich habe ja keine Krokodile im Garten, nicht? Das... Moment, das verwechseln Sie jetzt mit Alligatoren. Verwechseln überhaupt nicht. Das kenne ich. Da gibt es ein Musikstück, das heißt Einlauf der Alligatoren. Na, nicht doch. Nein. Das ist der Einzug der Gladiatoren, ja? Und Gladiatoren sind römische Schwertkämpfer. Schwertlilien. Schwertlilien sind Blumen. Eben, ja. Blumen, eben, ja, aus der Familie der Hesperis. Den kenne ich nicht, ich kenne nur die Familie Krüger, wohnt nebenan bei mir. Aber nicht doch. Das sind doch Nachtschattengewächse. Nein, sind... Ne
kann nicht sein. Sind nette Leute, haben mir neulich erst Tomatenstauden geschenkt. Wissen Sie, Tomaten? Ja, Tomaten. Tomaten, das sehen Sie mal an. Das sind doch auch Nachtschattengewächse. Das ist ja wunderbar. Gar nicht wunderbar. Waren so klein, mickrig diese. Na ja, klar. Zu Anfang sind sie so klein und mickrig, denn die brauchen ordentlichen Dünger. Ja, ja. Was für Dinger? Ordentlichen Dünger. Sehen Sie mal, Sie haben Ihre Tomaten also in Reihe und Glied gepflanzt. Ja, habe ich gemacht, ja. Ja. Was haben Sie dann gemacht? Dann habe ich die Tomaten gegessen. Als Sie noch ganz klein waren. Als ich noch ganz klein war, habe ich auch schon gern Tomaten gegessen. Nein! Als die Tomate noch ganz klein war, haben Sie sie doch gedüngt. Da habe ich sie gedüngt, ja. Ja, sehen Sie mal. Und womit haben Sie sie gedüngt? Da habe ich sie gedüngt. Na nun, zum Beispiel mit Phosphor. Ah ja. Ja, und warum? Damit Sie nachts im Schatten besser leuchten. Bitte! Sie haben gesagt, das sind Nachtschattengewächse. Na sagen Sie, was sind Sie denn für ein Gärtner? Ein guter. So, eine andere Frage, eine ganz andere Frage. Kompost. Ja, Post kommt, zweimal in der Woche. Ich. Der Briefträger? Ich rede von einem Haufen. Ja, manchmal kommt ein Haufen Post, nicht? Das ist verschieden, manchmal weniger. Bitte schön. Ich rede von einem Komposthaufen. Ja. Jeder macht doch in seinem Garten einen Haufen. Ja, also ich nicht. Jeder gute Gärtner macht in irgendeiner Ecke einen Haufen. Ja, also das tut mir leid für die anderen Gärtner. Mein Garten bleibt sauber. Aber was heißt denn sauber hier? Sauber, sauber. Apropos sauber. Ja. Müssen Sie Ihr Wasser eigentlich pumpen? Nein, ich brauche mir nichts zu borgen, weil ich habe gleich hinterm Haus einen kleinen Bach, der plätschert da so lang. Ach, Sie haben einen Bach? Ein kleiner Bach, ja. Das ist ein Wassergrundstück. Ja, natürlich. Das ist ja wunderbar. Das, ja, ja. Das ist ja richtig bequem. Sehr bequem. Was können Sie da zum Beispiel machen? Ja, ich könnte es mir bequem machen, ne? Nein. Nicht. Ich meine, da können Sie doch jederzeit Ihren Garten sprengen. Könnte jeder. Soll mein Garten sprengen? Ja, natürlich. Zum Beispiel das Obst. Das Obst soll ich sprengen? Ja. Na, die Äpfel. Ach so, drum sagt man Granatäpfel. Ach, bitte nicht. Was wissen Sie von der Gärtnerei? Nichts. Nein. Kennen Sie Äpfel? Kennen Sie zum Beispiel einen Klarapfel? Na klar, kenne ich einen Apfel. Gibt es zum Beispiel einen Gallensteiner? Nicht? Nein, den gibt's nicht, denn der heißt Grafensteiner. Ach so, und dann gibt's den Holzkopf. Bitte? Das ist nicht der Holzkopf, das ist der Bosskopf. Sagen Sie mal, Herr Herrich, ich habe Sie im Verdacht, Sie wollen mich hier veräppeln. Nein, keineswegs. Also das liegt mir fern. Na? Ja, aber. Na? Eine andere Frage. Wo spielt der Apfel eine ganz bedeutende Rolle? Beim Apfelmus. Nein, am Theater. Ach so, da meinen Sie Schneewittchen. Nein, meine ich nicht. Nee. Passen Sie mal, wo steht geschrieben, durch diese hohle Gasse muss er kommen? In der Straßenverkehrsordnung. Nein, bei Wilhelm Tell. Und dieser Wilhelm Tell, der schoss wohin? In die hohle Gasse. Nein, der schoss auf einen Apfel. Und wer hatte den Apfel auf dem Kopf? Schneewittchen. Aber nicht doch. Der Sohn. Ach, der Sohn von Schneewittchen. Von Wilhelm Tell. Schneewittchen hat den Sohn von Wilhelm Tell. Alter, ach, ist denn das die Möglichkeit? Was Sie hier so... Das ist ein Drama. Und in diesem Drama, Wilhelm Tell, schoss der Vater Tell auf den Apfel, den sein Sohn auf dem Kopf hatte. Ist das klar? Das ist klar. Ist das völlig klar? Völlig klar. Und warum schoss er auf den Apfel? Es war ein Klarapfel. Alter, ist das die Möglichkeit? Mensch, das ist ein klassisches Drama. Aha. Ja, sehen Sie mal, ich habe den Tell, habe ich selbst einmal gespielt. Ja, da muss ein Drama gewesen sein. Ja. Herr Herrich, ich habe eine Idee. Ach du liebe Zeit. Was heißt ach du liebe Zeit? Naja, ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt haben Sie einen Laden, Sie heißen Tell und Sie verkaufen Apfel. Ich muss da rein, muss die Äpfel kaufen und das freut mich. Nein, nicht doch. Diesmal nicht verkaufen. Sondern? Diesmal spielen wir beide Theater. Ach ja, was machen wir? Wir beide spielen Theater. Die berühmte Apfelschussszene. Ja, die spielen wir beide, damit Sie sie kennenlernen. Ja, gut, ja, aber Herr Prall, Sie nehmen den Apfel auf den Kopf, ich schieße. Nein. Der Wilhelm Tell ist meine Rolle, den Text von den anderen Rollen kann ich gar nicht. Na, wenn ich erst geschossen habe, brauchen Sie keinen Text mehr. Bitte? Wilhelm Tell ist meine Rolle, Sie spielen den Walter. Nehmen Sie mal den Apfel. Ja, ach, und Sie haben die Pistole, dieses. Das ist doch keine Pistole. Keine Pistole. Na, was ist das? Das ist eine? Eine? Armbrust. Ah. Sehen Sie mal, das ist ein Ding, was? Ja. Das hier vorne ist der Bogen. Ja. Und das hier hinten? Ist die Brust. Nein. Das hier ist die Pfanne. Ah, ja. Und was kommt in die Pfanne? Ach, der Apfel. Machen wir Bratapfel. Dann. Nein. In die Pfanne kommt der Pfeil. In die Pfanne kommt der Pfeil. Bitte. Sie stellen sich jetzt da drüben hin. Ich? Da drüben hin, ich bleibe hier stehen. Jawohl. Sie legen den Apfel auf den Kopf. Mache ich. Und ich lege die Armbrust an. Herr Prall, wenn ich jetzt den Apfel auf dem Kopf habe, bin ich dann der Sohn? Das habe ich eben lang und breit erklärt. Sie sind jetzt mein Sohn. Ist recht, Vati. Bitte?
Also, los, wir können. Vater, schießt du dahin, wo du hinguckst? Natürlich. Oh, dann muss ich den Apfel hier hinhalten. Schluss, jetzt nehmen Sie den Apfel her, nehmen Sie die Armbrust. Ja. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie man einen Sohn darstellt. Aha, na warum denn nicht gleich so? Also jetzt nehmen Sie den Apfel auf die Birne und bitte, bist du bereit, mein Junge? Frisch, Vater, zeig, dass du ein Schütze bist. Was ist jetzt wieder los? Das ist klassischer Text. Ah. Und Sie müssen sagen, öffnet die Gasse, Platz. Muss ich sagen? Ja, das ist selbstverständlich. Jetzt. Öffnet die Kasse oder ich platz. Nein! Welches Kind ist denn das so schwer? Schweig, Bengel, iss deinen Apfel. Du brauchst Vitamine, sonst rufe ich die Mutter, die Tellerine. Gut, ich gebe Ihnen recht. Das klingt schon amüsant. Aber es ist doch reichlich verwirrend. Uns selbst macht es zwar auch immer wieder einen Heidenspaß, mit Worten und Begriffen zu jonglieren, so dass man oft meint, in ein unentwirrbares Gestrüpp geraten zu sein. Sehen Sie, das, was bei unseren Zuschauern und Hörern diese Lachstürme auslöst, sind eigentlich oft Schockwirkungen, da sie sich selbst ertappen, an eine ganz andere Wortdeutung gedacht zu haben. So, und nun noch etwas zu den Aufnahmen. Das sind natürlich alles Mitschnitte. Mitschnitte aus den verschiedensten Veranstaltungen und daher in der Wiedergabe recht unterschiedlich. Aber uns kam es auf die Publikumsresonanz an. Sie ist oft so mitreißend, dass es Ihnen sicher auch Freude machen wird, sich diesem Kreis anzuschließen. Gemeinsam lacht es sich nun mal besser. Setzen Sie sich mal allein vor einen Fernseher und betrachten Sie ein Lustspiel. Oder das Gleiche unter vielen Zuschauern im Kino. Apropos Kino. Das ist ja ein herrlicher Übergang. Eine Kinoszene ging mir nämlich schon lange durch den Kopf. Aber welcher Stoff eignete sich am besten, ihm komische Seiten abzugewinnen? Da kam mir nun an einem Fernsehabend der Krimi zu Hilfe. Ein Krimi von Edgar Wallace. Und die Kino-Krimi-Szene konnte beginnen. Ich habe nämlich wenig Zeit. Ich möchte nämlich jetzt gerne ins Kino gehen. Ja? Ach, Sie gehen ins Kino? Ja, gehen Sie etwa nicht gerne ins Kino? Oh, ich gehe gerne ins Kino, ja. Nicht oft, aber gern. Aha, wie war's denn? Aufregend. Wieso aufregend? Ich hatte meine Eintrittskarte vergessen. Weißt du? Typisch. Ich dachte schon, Sie hätten einen Krimi gesehen. Nein, in Krimis gehe ich ja nicht. Was, Sie gehen nicht in Krimis? Wieso nicht? Ist mir die Handlung zu kompliziert. Was? Die Handlung? Jeder sieht heute Krimi, jeder liebt Krimi. Krimi gehört doch zum guten Ton. Ja, aber trotzdem, Herr Breit, ich verstehe Krimis nicht. Was? Wissen Sie, ich weiß immer nicht, wer ist der Täter und so und die vielen Figuren. Sagen Sie mal, gehen Sie in den Krimi? Ja, ich gehe jetzt. Ach, Herr Breit. Ja. Das ist natürlich eine Idee. Ich komme mit, Sie erklären mir alles, dann verstehe ich sogar einen Krimi. Nein. Außerdem bekommen Sie auch gar keine Karte mehr. Naja, nur eine Karte wird man ja wohl noch kriegen. Ne? Wetten, dass Sie keine Karte mehr bekommen. Na, ich kann es doch versuchen. Sie können es versuchen, aber ohne mich, denn ich gehe jetzt, denn ich möchte den Anfang meines Krimis nämlich nicht verpassen. Der Anfang eines Krimis ist nämlich das Wichtigste. Aha. Ja, gerade bei einem Edgar Wallace. Sonst versteht man den so schlecht. Ach, der spricht wohl undeutlich. Aber kennen Sie Edgar Wallace nicht? Ich kenne keine Filmschauspieler. Das ist ein ganz berühmter Schriftsteller. Und der spricht undeutlich? Der schreibt. Ach, der schreibt undeutlich. Blödsinn. Der schreibt Blödsinn und dann ist der berühmt? Das ist ein Engländer. Und mit dem gehen Sie ins Kino? Ein Edgar Wallace erwartet mich im Kino. Ach, der ist schon da, der wartet auf Sie. Das ist ja prima, das ist ja nett. Das ist ein Kriminalschriftsteller, der hat viele Bücher geschrieben. Kennen Sie zum Beispiel den Hexer? Nein, kenne ich nicht. Kennen Sie den Zinker? Nein, kenne ich auch nicht. Und mit allen dreien gehen Sie ins Kino? Ich gehe mit niemandem ins Kino. Du hast ja drei Karten übrig, können Sie mir doch eine abgeben. Nein, ich gebe Ihnen keine, aber ich habe nämlich nur eine Karte, ja? Ich möchte im Kino meine Ruhe haben. Ach. Der Film ist nämlich sehr schwierig und sehr kompliziert. Ja. Der heißt Her mit dem Zaster. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Da geht es um Geld, um eine Bank und eine schöne Frau. Ach, und die fährt den LKW. Was denn für ein LKW? Sagten Sie nicht Her mit dem Laster? Ach, Quatsch, Mensch, Kind. Nicht Laster, ich sagte Her mit dem Zaster. Und Zaster ist Jargon. Ach, das ist Jargon. Was denn? Das ist Jargon. Denn das nur wieder? Ja. In den englischen Krimis, da sprechen doch die Verbrecher eine ganz besondere Sprache. Nämlich? Englisch. Nein, Jargon. Ja? Jargon? Ja, muss ich Ihnen noch in Verbrecherjargon erklären? Wäre schön. Ja, wäre schön. Ja, sagen Sie zum Geld immer Geld? Bitte?
Wenn Sie Geld bekommen, was sagen Sie da? Donnerwetter, schon wieder so wenig. Nein! Naja, Sie nicht, Sie haben wahrscheinlich genug, weiß ich nicht. Kennen Sie den Ausdruck Lappen? Lappen kenne ich, ja. Ja, wo kommt der vor? Vorwiegend in Lappland. Na, aber nein, das ist Jargon. Ach, das ist Jargon. Das ist Jargon. Und das ist Jargon, wenn ich zum Beispiel zu Ihnen sage, na, Sie haben aber Zorn in der Hose. Ja, das ist eine Schweinerei. Das ist eine Schweinerei, aber eine echte. Nein, das heißt volle Brieftasche. Das heißt volle Brieftasche? Das heißt volle Brieftasche. Wie war das? Das heißt Zorn in der Hose. Das ist Jargon. Das ist Jargon, ja. Was ist denn? So sprechen die Verbrecher. Ja! Im Krimi! Im Krimi! Aber es geht, wenn Sie sich glauben, hier lesen Sie im Filmspiegel, da steht alles drin, was Sie über den Inhalt dieses Filmes wissen müssen. Bitte. Ah, ja. Hier! Ja? So, bitte sehr. So, oh, Krimi. Na, Krimi. Nur lesen Sie mal. Was steht da? Nichts. Bitte, was steht da? Nichts konnte Eddie davon abhalten, in dieser Nacht den Plan auszuführen. Dichter gelber Nebel lagerte in den Straßen. Die Straßenlaternen waren kaum sichtbar. Das ist ja gruselig. Ein Krimi muss ja auch gruselig anfangen. Man muss gruselig. Sehen Sie mal, an der nächsten Ecke passiert nämlich schon ein Überfall auf eine Bank. Auf eine Bank? Auf eine Bank, eine ganz besondere Bank. Eine Eckbank? Nein. Kennen Sie denn keine Bank? Natürlich kenne ich Bänke. Ja, nicht Bänke, Banken. Die Einzahl heißt Bank und die Mehrzahl heißt? Bänke. Banken. Im Gegensatz zu Schrank. Da heißt es? Schranken. Nein. Schränke. Aber ich weise Sie in die... Schränke. Nein, Schränke. Mensch, bitte machen Sie mich nicht schon ja, wieder. Ja, für ein Krimi braucht man harte Nerven. So, also, Herr Pfeil, aber das Beste, wir machen es wie immer. Sie erklären es mir anhand eines praktischen Beispiels. Was? Eine Szene spielen? Eine Szene spielen. Wir spielen den Krimi, dann verstehe ich ihn. Pass was? Sie spielen hier diesen Eddie. Ja, das ist doch der Ganove. Das passt ja prima. Na? Aber dann ganz von vorne bitte, damit nichts schief geht. Dann müssen wir das so machen, ich erkläre Ihnen einen ganz normalen Vorgang auf einer Bank. Wir nehmen mal diesen Tisch, ja? Den Tisch, ja. Das ist jetzt unsere Bank. Ach, der Tisch ist eine Bank. Der Tisch ist eine Bank. So, und jetzt? Na, jetzt komme ich und frage, ach, entschuldige, ist noch ein Plätzchen frei? Nein! Ist doch keine Sitzbank. Ach so. Der Tisch ist jetzt ein Schalter. So, und ich stehe jetzt hinter dem Schalter als Haupt... Schalter. Hauptkassierer. Ach. Ja, und Sie kommen rein. Und ich kassiere. Nein, Sie sind jetzt die Kundschaft. Ach, ne, das hätten Sie doch gleich sagen. Das habe ich doch gesagt die ganze Zeit. Alles klar, ich komme. Was machen Sie denn da? Ich kundschafte. Ach, was kundschafte? Ich lese erst mal die Öffnungszeiten. Lassen Sie den Blödsinn sein, kommen Sie jetzt gefälligst rein. Bitte schön. Sonst mal, haben Sie einen Drehwurm? Drehtür. Hat ein bisschen zu viel Schwung, entschuldigen Sie. Also bitte jetzt. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Herr Hauptmann. Hauptkassierer! Oder so. Guten Tag, meine Herren. Sie wünschen? Ich wünsche... So, jetzt müssen Sie Geld abheben. Ich muss Geld abgeben? Ich habe nicht einen Pfennig. Nicht abgeben, abheben, ja? Abgeben. Ich habe das Geld, ich zahle es Ihnen aus. Sie haben zum Beispiel ein kleines Formular ausgefüllt und auf dieses Formular hin zahle ich Ihnen jetzt 100 Mark aus, ja? Ist das klar? Besser? Wir nehmen mal mein Geld hier, damit das besser gespielt werden kann. So. So, ach, was ist jetzt? Da ist ja auch die Kinokarte hier. Ja, die bleibt drin, die interessiert überhaupt nicht. So, ich zahle Ihnen jetzt, wie Sie sehen werden, das Geld aus. So macht man das. Ja. Einfach, bitte. So, mein Herr, was ist das? Das ist Betrug. Bitte, was ist das? Ja, Sie sprachen von 100 Mark, das sind nur 5. Oh Mensch, das geht nochmal, wir spielen doch bloß. So, bitteschön. So, was ist das? Das sind 2,50 Mark Scheine. Das ist ein ganz normaler Vorgang auf einer Bank. Ach, das ist ein ganz normaler Vorgang. Jawohl, haben Sie das endlich verstanden? Nein, ich glaube nicht. Was? Wieso denn nicht? Müssen wir gleich nochmal machen, nicht? Jetzt kommen wir nämlich zum Clou. Wissen Sie was? Jetzt spielen wir nämlich mit dem Geld, ja? Na, die Filmszene. Ah, jetzt kommt der Krimi. Ja, jetzt kommt der Krimi. Ja. Wollen Sie auch, ich werde Ihnen zeigen, wie raffiniert dieser Eddie auf der Bank vorgeht. Ja, ja und so kommt Sie. Ich spiele jetzt mal den Kassierer. Ah, ich spiele jetzt den Ganoven. Ja, endlich mal eine richtige Fachrolle für Sie. Bitte? Ja. Alles klar, wir können. So, Kragen hoch. Jawohl, ist noch. Sie doch nicht. Ich kann mich erkälten, ne? Ist ja klar. Ne? Pass Sie auf, Eddie kommt. Eddie, guck, hier bin ich. Sie dürfen mich doch nicht bemerken. Ach, ich darf Sie nicht bemerken? Nein. Kommen Sie am besten nochmal. Ich komme ganz unauffällig zu Ihrem Schalter. Ja. Passen Sie auf, so rum.
Unauffällig? Ja. Jetzt bin ich da. Und ich bemerke nichts. Natürlich. Jetzt bemerken Sie etwas. Ach, jetzt bemerke ich etwas. Ja. Und was bemerken Sie? Etwas Bemerkenswertes. Na? Was ist das? Das ist eine Pfeife. Das ist keine Pfeife, das ist eine Pistole. Und ich nehme dazu nur meine Pfeife. Denn ich will was von Ihnen haben? Na, vielleicht Feuer. Nein! Geld! Und warum? Damit Sie sich ein Feuerzeug kaufen können. Nein, Mensch, es geht doch mal. Was bin ich? Sehen Sie doch her. Oh, Sie sind eine Pfeife. Mensch! Warum schreien Sie da so? Das wissen wir alle, weil wir keine... Also, alles klar. Her mit den Mäusen! Ja, würde ich in der Zoohandlung versuchen, ist gleich hier. Her mit den Piepen! Ja, ist zum Piepen, was Sie alles wollen, wirklich. Hängt's ab! Ja, wo ist was ab? Hands up, das heißt Hände hoch, das ist Englisch. Ich bedrohe Ihr Leben. Ich will das Geld. Ja, warum schreien Sie denn so? Da liegt's ja. Nun nehmt es doch, es gehört doch Ihnen. Mensch, Sie begreifen sich, Sie begreifen sich. Ich habe es von Anfang an gesagt, ich verstehe Krimis nicht. Na, dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Ach doch, wir könnten die Rollen vielleicht mal tauschen. Was tauschen? Darf ich mal Ihre Pfeife rauchen? Haben. Eine Frage noch, Herr Peil. Ja, bitte. Wann fing der Krimi an? Ich habe Ihnen schon mal gesagt, Sie bekommen keine Karte mehr. Jetzt lassen Sie mal meine Sorge sein. Also ich bin der Eddie. Donnerwetter, ist das hier eine Bank. Unauffällig. Eine ganz unauffällige Bank. Ich darf Sie doch nicht bemerken. Haben Sie da irgendetwas zu bemerken? Jetzt erst einmal Hände ab und zu mal hoch. Oder wie? Gut. Halten Sie Ihren Jargon, sonst hören Sie die Mäuse piepen. Hier ist das Geld. Ich will kein Geld, ich will die Brieftasche. Wo ist meine Brieftasche auf? Ich habe vielleicht eine Wut in der Jacke. In der Hose! Ach, Jacke wie Hose! Hier, Menschen, nehmen Sie doch alles, verdammt nochmal! Ich will nicht alles, ich will nur die Kinokarte!